Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kult Art aus dem Stadttheater Leoben. Unser heutiger Gast ist Musiker und Komponist und wird am 28. November bei dem Konzert Rhythm and Sound im Live-Kongress Leoben zu sehen sein. Gerd Schuller, danke fürs Kommen. Gerne. Sie sind in Villach geboren, haben dann aber an der Kunstuni Graz Klavier studiert. Ja. Woher stammt Ihr Wunsch, Musiker zu werden? Aus frühester Jugend schon. Also ich komme aus einem Ort, der heißt Mittewald. Das sagt schon alles. Es ist mitten im Wald. Es ist zwischen Villach und Bad Bleiberg. Und da gibt es 100 Einwohner, nicht mehr. Und da waren wenig Kinder zum Spielen und Freunde. Mhm. Und sehr früh bin ich zum Akkordeon gekommen, mit 4,5 schon. Und ja, da war eine gewisse Einsamkeit. Und die Musik hat mir sehr darüber hinweggeholfen. Also ich habe schon mit 4,5 Jahren versucht, kleine eigene Melodien zu machen. Wo hat denn Ihre Ausbildung begonnen? Also haben Sie die Musikschule besucht oder hatten Sie Privatlehrer? Ja, mein Vater war Kapellmeister in Bad Bleiberg. Und dann natürlich habe ich versucht und ist es mir auch gelungen, dass ich in die damals noch Hochschule für Musik in Graz an die Jazzabteilung gekommen bin. Und dort haben Sie Klavier studiert? Klavier studiert bei Herrn Professor Harald Neuwirth. Wie hat Sie dieses Studium auf Ihren Beruf vorbereitet? Naja, die Ausbildung als Jazzpianist ist von großem Vorteil, wenn man Komponist wird, weil die Improvisation sozusagen gefördert wird. Das ist ja auch das, was ich liebe, spontan aus dem Herzen zu spielen. Mhm. Und das war natürlich eine tolle Geschichte, diese Ausbildung. Und nach Ihrer Ausbildung haben Sie als Musiker am Schauspielhaus Graz gearbeitet. Aber schon während Ihrer Ausbildung haben Sie mit Austropop-Größen wie STS und Boris Bukowski zusammengearbeitet. Ja, das ist richtig. Ja, man hat mich, also eigentlich mein Lehrer, der Herr Professor Neuwirth, hat gesehen, dass ich gewisses Potenzial habe für Rock-Pop-Musik auch. Und da war ich schon beim Wilfried, bei Zivui Zivui dabei. Aha. Und STS, Großvater und so weiter, das habe ich alles gespielt, ja. Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, die Gerd Steinbeck hat mich eingeladen, Wilfried hat mich gehört und eingeladen. Sie sind aber auch als Komponist tätig und eigentlich als Komponist wirklich bekannt geworden. Mhm. Und zwar haben Sie auch Werbejingles geschrieben, und zwar für Milka, für Schärdinger, für Kastner und Oehler und so weiter. Wie geht man das denn an? Also wie schreibt man einen Werbejingle? Was ist da wichtig dabei? Naja, man muss mal den Auftraggeber befragen, was er will, stilistisch vielleicht und das Produkt dann unterstützen. Also es kommt immer auf den Auftraggeber drauf an. Ihren großen Durchbruch haben Sie dann aber dadurch gehabt, dass Sie die Musik zu Kommissar Rex, zu Schloss Hotel Ort und zu Soko Kitzbühel geschrieben haben. Wie sind Sie da inspiriert worden? Also wie haben Sie diese Melodien gefunden? Es ist so, ich wurde eingeladen, es war ein Wettbewerb für Kommissar Rex. Und hat mir gesagt, es gibt eine neue Serie mit einem Helfer, einem Hund, der eben dem Kommissar hilft. Und ich soll etwas versuchen zu machen. Ich war gegen 7 Komponisten angetreten, habe das Glück gehabt und habe gewonnen. Ja. Ich war aber auch der Einzige, der das Ganze mit Text gemacht hat und gesungen hat, also singen hat lassen. Und Schloss Hotel Ort waren auch 15 Mitbewerber. Und es ist mir gelungen zu gewinnen und dadurch habe ich das bekommen. Und Sie haben Signations geschrieben für NTV, für die ORF-Reihe, Report und Radio Steiermark. Ja, man glaubt es nicht, aber ich habe 600 Kompositionen, wenn man so will, in der Welt angemeldet, im Laufe meines langen bisherigen Lebens ist es mir gelungen, viele Werke zu kreieren und anzumelden. Wie kommen da die Ideen zu den Melodien, wenn Sie spazieren gehen, wenn Sie beim Café sitzen oder setzen Sie sich hin und beginnen zu komponieren? Ja, ich setze mich hin und beginne zu komponieren und wie gesagt, ich rede mit dem Regisseur, was wollen Sie stilistisch, wo geht's hin? Dann schauen wir die Sache an, ist es mystisch, ist es lustig, ist es Comedy und dann entsteht schon langsam was. Mhm. Und Sie haben auch viel Musik geschrieben. Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen Musik für eine TV-Serie und einem Film oder
ist es im Grunde ganz ähnlich? Es gibt im Grunde nur zwei Unterschiede, wenn zum Beispiel Dokumentationen, momentan mache ich gerade für die schönsten Burgen und Schlösser Österreichs, da liefere ich eher zuerst eine Musik ab, habe eine Schilderung, welche Burgen kommen da daher, eine Raubritterburg, eine Hochzeitsburg und so weiter, und gehe entsprechend darauf ein. Ich mache vorher quasi eine Musik, die wird dann dazu geschnitten bei einer Serie oder bei einem Film, das ist dasselbe, gibt es eine Handlung mit einem gewissen Spannungsablauf und da muss ich sozusagen genau auf den Schnitt gehen und die Musik machen. Ja. Und dann schauen, dass der Höhepunkt zum richtigen Zeitpunkt quasi ist. Das, ja. Also zuerst der Film, dann die Musik. Bei der Doku ruhig zuerst die Musik, die wird dann draufgeschnitten. Ja. Sehr gut. Sie spielen auch in zwei Bands, also Sie haben zwei Bands, und zwar die Fusion Band Attack und B3. Ja, muss ich korrigieren, die Fusion Band Attack, das war meine erste, ja. Die gibt es aber schon seit 15 Jahren nicht mehr. Ah, die gibt es schon seit 15 Jahren. Jetzt habe ich, jetzt habe ich Schüler und Söhne, das ist natürlich mein Herzensprojekt, da muss ich sogar ein bisschen, wenn ich darf, Werbung machen. Nee, natürlich. Es gibt ja noch eine CD davon, wenn das noch jemand zu Hause hat, ich weiß nicht, das ist ziemlich veraltet, und da spielen eben meine Ich habe vier Kinder, aber meine zwei Söhne mit, der Gunther Schuller an der Hammond-Orgel und der Geri Schuller am Schlagzeug und die Freundin von meinem Eva Moreno, die Freundin von meinem Sohn Gunther. Und das ist eine schöne Familienband geworden und ein schöner Mix aus Latin und Jazz und Blues. Wo sind Sie überall unterwegs mit dieser Band? Ja, weltweit, Steiermark, Kärnten. ja. Überall, was wichtig ist. Ja, was halt wichtig ist. Was wichtig ist. Ja, genau. Okay. Sie haben auch mit Ihren beiden Söhnen ein Musical komponiert. Ja, in Kärnten. Und zwar Simon Kramer. Sehr gut, ja. Worum ging es darin? Ja, der Simon Kramer, der Graupfenbeck Simmerle, ist ein berühmter, der Wolschardt-Räuber. Ja. Ist ein berühmt, eine Räuberfigur in Kärnten. Und die haben wir halt vertont. Und vertextet, und das wurde auf Finkenstein aufgeführt, schon länger her, und vor zehn Jahren Finkenstein und vor 6 Jahren Kongresscenter Villach. War sehr erfolgreich, ja, aber sehr aufwendig und sehr anstrengend. Mit 22 Leuten auf der Bühne. Und ich habe gehört, es steht noch ein zweites Musical in den Startlöchern. Möchten Sie darüber was erzählen? Ja, das ist über Erzherzog Johann, der Librettist ist der Joe Fötter, und sehr, sehr anspruchsvolles Musical, also kein richtiges Musical in dem Sinn, fast eine Operette, würde man sagen, deutscher Text, und ja, das versuchen wir jetzt anzubringen. Ein großes Werk, ein schönes Werk, wenn ein Jahr gebraucht, um das zu vertonen, sind 40 Songs, die da vorkommen. Schön, und es ist fix fertig. Es ist fix fertig, ja. Sie haben auch unterrichtet an der Kunst-Uni Graz. Was haben Sie da unterrichtet? Ich habe unterrichtet, es hat geheißen Keyboard, aber auch Popmusik, Poparrangement, Keyboard, Jazz, Pop für Klassiker und für die Jazzer sozusagen Popmusik. Das war halt meine Tätigkeit, ja. Was haben Sie da versucht, Ihren Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg zu geben? Was war das Wichtigste für Sie? Die Klassiker sind ja überhaupt nicht gewohnt. Das war vor 200 Jahren schon so, dass die improvisiert haben. Ja. Aber jetzt eben überhaupt nicht mehr. Ich habe sie versucht einzuführen, im Blues ein bisschen improvisieren, Skalen zu zeigen, das geht. Das ist man nicht frustriert, wenn du das spielst und so weiter. Ja, das war eigentlich sehr nett. Und die Jazzer eben zum Teil sind jazzig unterwegs und ich sage, in der Einfachheit liegt oft die Würze und der Hit. Das heißt, Sie sind in vielen, vielen Stilen zu Hause, Rock, Pop, kann man sagen, und auch Klassik, Jazz, Blues. Ja, auch vom Instrument her, weil ich beschäftige mich mit Synthesizer, ich habe auch eine Sammlung und am Computer kreiere ich ja natürlich auch die Filmmusik. Ja. Aber ich komme vom Blues, vom Boogie-Woogie-Piano auch. Und ja, das lässt mich nicht los.
Gibt es ein Geheimnis, wenn man erfolgreich improvisieren will? Auf dem Instrument? Ja, es gibt kein Geheimnis, es gibt einfach nur die Tatsache, ich merke es selber immer wieder, wenn man auf der Bühne ist, dann muss man aus tiefstem Herzen spielen. Momentan, was kommt, gibt man wieder. Mhm. Wenn man sich leiten lässt von, jetzt muss ich wahnsinnig schnell spielen, jetzt werde ich angeben, wie gut ich bin, ja, dann ist man schon wieder schlecht. Das ja, merkt man selber dann auch. Aber man kann, es braucht eine Zeit, bis man das lernt, dass man wirklich abwartet. Es kann ja mal ein Solo sein, wo ich mit 3 Tönen eine Minute bediene. Mhm. Und es ist trotzdem, trifft's, die Leute spüren das aber ganz genau, ganz genau. Das heißt, man sollte keine Angst haben wahrscheinlich, oder? Dass nichts kommt. Das ist Vertrauen. Das ist richtig, Vertrauen und schauen, wenn was kommt. Und das kommt aus dem Herzen und das spüren die Leute. Dann hoffe ich, Sie vertrauen darauf, dass bei Ihnen jetzt was kommt, bei unserem Abschlussspiel. Okay. Zu dem ich Sie gerne einladen möchte. Und zwar werde ich Ihnen immer 2 Begriffe nennen und Sie bitten, sich für den zu entscheiden, der Ihnen zumindest momentan lieber ist. Und noch die ein oder andere Mini-Frage stellen. Filmmusik oder Werbe-Chingis? Filmmusik. Kommissar Rex oder Schlosshotel Ort? Beides gleichwertig. Jazz oder Pop? Beides gleichwertig. Steiermark oder Kärnten? Kärnten. Ihre liebste selbstkomponierte Melodie? Das kann ich gar nicht so beschreiben. Das war, ja, es gibt schon so Lieblingsmelodien, eher über die Lipizzaner. Es war von Rahn-Film, ein schöner Film. Und da habe ich eine schöne Melodie kreiert, die mir bis heute super gefällt. Wenn ich sie höre, denke ich mir, wer hat das gemacht? Ich selbst. Welche? Ja. Der prägendste Mensch, mit dem Sie zusammengearbeitet haben? Am Anfang natürlich ist ein Wilfried war ein Star, hat mich natürlich auch geprägt, so in allem, was er vorgehabt hat. Aber ich habe dann eben Menschen kennengelernt wie Richard Österreicher und so weiter, die mich weiter empfohlen haben. Mhm. Aber prägend eher von der Musik her, so im Jazz wie Herbie Hancock, Joe Zawinul, das war extrem prägend für mich, vom Sound her, vom Art zu spielen oder auch ein Louis Armstrong. Mhm. Sommer oder Winter? Beides gleich. Es ist super, dass es die Abwechslung gibt. Und was wird man am 28. November im Live-Kongress hören können? Ja, also von meiner Warte aus, es gibt, jeder macht ein Solo-Stück, aber auch ein Duett. Also ich werde mein Lieblingslied, Live is Yesterday von den Beatles, weil das war das erste Lied, das ich in meinem Leben gespielt habe, am Klavier. Das spiele ich solo. Dann gibt es ein Duo, das nennt sich Vater-Sohn-Konflikt. Mein Sohn zerstört dann diese alte Melodie, in dem Fall Moon River, und will davon nichts wissen, macht Funky draus und so weiter und so weiter. Und dann kommt es zu einem Wettstreit im Boogie-Woogie-Style und zum Schluss, okay, beenden wir das und wir sehen halt, weiß nicht, wer gewonnen hat, das soll das Publikum entscheiden. Aber dann will ich aufstehen und mich verbeugen. Ja. Und auf einmal spielt mein Sohn Moon River. Schön. Und sieht ein, dass das Alte super und gut ist. Also es gibt kein Alt, Neu, es gibt nur gut oder schlecht, ehrlich oder unehrlich. So was anderes gibt es nicht für mich. Wer ist denn da noch dabei? Sind nur Kollegen dabei? Wer ist denn noch dabei an dem Abend? An dem Abend ist natürlich Helmut Iberer, den ja jeder kennt. Ja. Der auch schon hier war bei Cold Art. Ja, der war auch, man glaubt es nicht, er ist ja nur, glaube ich, 3 Jahre älter als ich, aber er war mein Klassiklehrer an der Jazzabteilung. Er war als ganz junger schon Lehrer. Und ja. Da habe ich ihn kennengelernt. Dann gibt es den Klaus Fürstner. Am Schlagzeug, der übrigens auch mein Schüler war in Graz, ganz kurz, ein Pop-Arrangement. Dann der Ewald Brügger, Bass. Mein Sohn Gunther Schuller und meine Wenigkeit. Habe jetzt alle 7 Leute. Sehr schön. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch. Gut.
Viel danke, Spaß am 28. November. Okay, danke. Und wir hoffen, Sie sind das nächste Mal wieder dabei bei Kultart aus dem Stadttheater Leoben.